Fast hätte er es nicht geschafft, Karl Theodor zu Guttenberg bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte. Auf Einladung der politischen Denkfabrik CSIS ist er nach Washington gekommen. Thema die transatlantischen Beziehungen. Schlechtes Wetter hätte beinahe seinen Flug vereitelt. Seit dem Umzug in die USA im Spätsommer 2011 haben Guttenberg und seine Familie bereits mehrere schwere Unwetter erlebt. Erst die Hurricanes Irene und Sandy, jetzt ein Schneesturm. Quite a remarkable experience for my family and me, being out of power for another 10 days, and we got power back last Tuesday, and after another 2 days we had a snowstorm, so there's again no power. So it's highly romantic up in Connecticut. Seit fast anderthalb Jahren lebt der Ex-Verteidigungsminister nun in Greenwich, Connecticut, einem sehr vornehmen Vorort von New York. Doch er ist und bleibt ein Deutscher in Amerika. I've had the rather stupid idea to go to an official, that's a very German behavior, to go to an official at the town of Greenwich and ask them, you're one of the richest towns in the United States, have you ever thought about putting the wires underground? That was, I encountered, let's say, limited humor when it came to that question. Guttenberg hat nach der Plagiatsaffäre bekanntlich eine Auszeit von seiner politischen Karriere genommen. Er arbeitet unter anderem als Berater für die EU-Kommission. Auf dem CSU-Parteitag Ende Oktober hatte Parteichef Horst Seehofer allerdings von einem Guttenberg-Comeback gesprochen. Dessen Reaktion in Washington: All rumors you may have heard during the last couple of weeks on regarding a swift return to the German political platform are, let's try to find the right word, maybe I quote once in my lifetime Newt Gingrich, baloney. It's, I'm just too happy here with my family and I'm so much enjoying the time over here. Nicht einmal die Frage, wann er unabhängig von einem politischen Comeback nach Deutschland zurückkehren wird, will der 40-Jährige beantworten. Herr zu Guttenberg, Sie haben vorhin ich mache aber gar nichts, danke vielmals. Die Spekulationen um einen zweiten Anlauf Guttenbergs in der großen Politik werden nicht aufhören. Kaum vorstellbar, dass er an Winterstürmen und Stromausfällen infolge anfälliger Leitungen in Connecticut dauerhaft Gefallen finden wird. Wo geht's drauf? Da, ich bin gemacht.